Freunde, bevor ihr euch das Video anschaut, würde ich mich freuen, wenn ihr mal die Glocke aktivieren würdet, denn sehr, sehr, sehr viele von euch kriegen einfach gar keine Benachrichtigung, wenn mal ein neues Video von mir kommt, wenn ich mal live bin, etc. Deswegen aktiviert alle einmal die Glocke und viel Spaß beim Video. Peace. Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Als erstes wundert euch nicht, warum das da so aussieht. Die Wand wird noch weitergemacht, ist noch nicht ganz fertig. Ich habe auf Instagram gesagt gehabt, stellt mir mal ein paar Fragen und ich werde jetzt auf einige Fragen von euch eingehen. Ich hatte gesehen, sehr viele haben gefragt, wie geht's jetzt meiner Hand? Freunde, meiner Hand geht's jetzt einigermaßen super. Ich kann jetzt teilweise bewegen, Freunde, nur mein kleiner Finger ist immer noch nicht ganz gerade, aber so reindrücke, dann ein paar Minuten lasse und dann wieder bewege und dann wieder reindrücke. Ich muss zum Physiotherapeuten. Der bringt mir das Ganze bei, wie ich meine Hände wieder bewegen soll, machen muss, damit das wieder einigermaßen vorangeht. Aber es sieht schon mal super aus. Und bevor wir zu der nächsten Frage kommen, eine relativ große Narbe ist jetzt nicht geblieben, Gott sei Dank, Freunde, sondern nur dieses kleine bisschen da. Es hätte schlimmer sein können. Ich bin froh, dass es jetzt nur so ist, aber ja. Mittlerweile kann ich die Hand wieder bewegen und das fühlt sich so gut an, Freunde. David fragt mich, was würdest du machen, wenn es kein YouTube gäbe? David, die passende Couch habe ich schon mal. Freunde, was für eine Frage. Holy shit. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du deine schlimmste auslöschen kannst? Boah, fuck, was für eine Frage. Ich rufe mal einen Kollegen an und frag ihn mal, ey. Ihr aktuelles Gesichtsguthaben reicht nicht aus. Ihr aktuelles Gesichtsguthaben reicht nicht aus, um Sie mit Ihrem Gesprächsteilnehmer zu verbinden. Ey, Bruder, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Bruder, würdest du deine schlimmste Erinnerung hergeben, um die schönste auszulöschen? Andersrum. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, um die schlimmste auszulöschen? Ja, ja, auf jeden Fall. Laber, Bruder. Warum? Klar. Ach, Seko auch da. Was geht, Seko? Was geht, Bruder? Ey, Bruder, hier, Herald. Ja? Ich will's auch machen. Hä? Ich hoffe, ich will's auch machen. Laber, Digga. Also die schlimmste hergeben, um die... Nein, die schönste Erinnerung hergeben, um die schlimmste zu löschen. Ja, ach so, nee. Guck mal, nee, weißt du, Bruder, weil, guck mal, es gibt eine Erinnerung, die schlimmste, macht dich fertig, Bruder. Aber die vergisst du noch in der Zeit. Ja, aber nee, Michael, du vergisst die nicht. Doch, du vergisst die irgendwann. Boah, doch, Bruder, Joni, das hast du gut gesagt, ey. Bruder, die vergisst du irgendwann. Ich hoffe alles, ja, nee, hätte ich nicht gemacht. Wie kommst du jetzt drauf? Bruder, auf jeden Fall, ich glaube, ich würde es machen. Ich würde es nicht machen. Nee, ne? Weil du vergisst, Bruder, mit der Zeit vergisst du das sowieso. Aber du hast's gemacht, Seko? Ich glaub schon. Krass, ey. Tamam, Jungs, ey. Jungs, Bruder, ey, was kommt Sonntag vorbei, ne? Jalla, mach ich. Jalla. Jalla. Viel Spaß euch. Jalla. Später Fortnite. Jalla. 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 Also Seko sagt, er würde es machen, Joni sagt nein, ich glaube, ich wäre auch für nein. Obwohl es wirklich schon so schlimme Erinnerungen gibt, würde ich, glaube ich, trotzdem die schönste Erinnerung nicht hergeben. Nee, ich glaube nicht. Wie Joni es gesagt hatte, irgendwann vergisst man die schlimmste Erinnerung mit der Zeit sowieso. Zwar vielleicht nicht komplett, aber man verdrängt sie und kommt klar mit dieser Erinnerung, die passiert ist. Würdest du eher wissen, wie du stirbst oder wann du stirbst? Ich finde irgendwie keins von beidem. Ich will nicht wissen, wie ich sterbe oder wann. Möchte ich beides nicht wissen. Wenn es passiert, dann passiert es. Ami fragt, wie genau kam es zu deiner Handverletzung? Ich hatte mal ein Video darüber gedreht gehabt, werde es jetzt aber in kurzen Worten zusammenfassen. Ich bin damals ausgerastet wegen einer Sache und dann habe ich vor Wut gegen die Wand geboxt gehabt mit voller Kraft. Welche Erfahrung hat dein Leben am stärksten verändert? Ich denke mal, es war dieses Vertrauen, das ich immer Leuten gegeben habe, dieses Gutmütige. Kennt ihr das, Freunde? Man ist einfach zu gutmütig mit anderen gewesen. Man hat den Leuten vertraut gehabt und wurde dann von vorne bis hinten komplett hops genommen. Diese Erfahrung hat mich wirklich geprägt. Was glaubst du, welches Wort hast du in deinem Leben am meisten gesagt? Ich denke, dieses Wort ist Leute. Allein schon in meinem Video sage ich pro Video bestimmt circa 10 bis 20 Mal Leute. Jo Leute und Leute, was geht Leute? Oh mein Gott, Freunde, ich sage das so oft, genau wie Freunde.
Freunde auch noch, Leute und Freunde, das sage ich so oft, das ist unglaublich. Wie fühlst du dich, dir so geile Klamotten aussuchen zu können? Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass es so ist, wie es ist. Wenn du eine Wahl hättest zwischen Zukunft vorhersehen oder Vergangenheit ändern, was würde ich nehmen? Ich würde eindeutig, boah, das ist eine verdammt gute Frage. Freunde, schreibt mal ihr unten in den Kommentar rein, was ihr nehmen würdet und warum ihr das nehmen würdet. Ich bin mega gespannt, werde mir die Kommentare durchlesen und bin wirklich gespannt, was ihr nehmen würdet. Gab es Momente, an denen du überlegt hast, mit YouTube aufzuhören? Ich muss tatsächlich sagen, ja, sehr, sehr, sehr oft sogar und vor kurzem sogar noch. Das war, warte, am 1. Oktober habe ich sogar noch mal kurz überlegt gehabt, aufzuhören, meinen Kanal zu verschenken, zu löschen oder sonst was. Es gab wirklich Tage, wo ich wirklich überlegt habe, einfach YouTube zu löschen, genauso wie Instagram. Nur das Einzige, was ich behalten wollte, war Snapchat. Habe wirklich oft mal dran gedacht gehabt, alles einfach zu löschen von heute auf morgen. Die nächste Frage ist, wen magst du mehr, meinen Vater oder meine Mutter? Ganz ehrlich, ich kann diese Frage nicht beantworten und würde diese Frage auch niemals beantworten wollen, denn wie eklig wäre das eigentlich für mich selber, wenn ich entscheiden müsste, wen ich mehr mag? Alter, es sind beides meine Eltern. Beiden habe ich so vieles zu verdanken, deswegen könnte ich niemals eine Antwort auf diese Frage geben. Es gibt ein paar Sonderfälle, wo man sich wirklich entscheiden kann zwischen Mutter und Vater, wenn da mehr passiert ist, irgendwelche Hintergrundgeschichten etc. Freunde, aber so an sich... Was ist dein Lieblingstattoo an deinem Körper? Verdammt, das ist eine echt gute Frage. Ich liebe wirklich alle Tattoos, die ich gemacht habe und... Boah, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, aber ich würde wirklich behaupten, dass es das an meinem Rücken ist. Doch, ich glaube wirklich, dass es das an meinem Rücken ist. Hier habe ich einen Spruch stehen und der Spruch bedeutet mir wirklich viel, weil es zu etwas passt, was mir passiert ist, geschweige denn zu einem Ereignis, was mich immer daran erinnert wird und der Spruch mich quasi nie vergessen lässt, zu lächeln sozusagen. Und zwar ist da ein Spruch drauf, der Spruch heißt: Eines Tages vergessen wir diese Tränen und werden lachen, wenn wir uns im Himmel wiedersehen. Denn damals ist ein Unfall passiert, da habe ich einen Cousin von mir verloren und habe dann diesen Spruch tätowiert. Denn eines Tages vergessen wir diese Tränen und werden lachen, wenn wir uns im Himmel wiedersehen. Peace. Die nächste Frage ist, was ist dein größter Wunsch außer Gesundheit oder so eine Standardkacke? Ich denke, mein größter Wunsch ist eindeutig zu reisen, Freunde. Ich möchte wirklich einfach mal so gerne reisen. Wenn du etwas wiederholen könntest, was wäre es? Ich glaube, das wäre mit Abstand die Schulzeit, Freunde. Denn die Schulzeit war wirklich die geilste Zeit überhaupt. Und wenn ihr noch jünger seid und gerade dieses Video schaut, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, genießt eure Schulzeit. Irgendwann, wenn ihr älter seid, werdet ihr euch nur denken, fuck, ich will wieder zurück in die Schule. Was ist die beste Erinnerung, die ich habe? Boah, Freunde, es gibt wirklich so viele schöne Erinnerungen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches wirklich so das Beste war. Schreibt mal ihr eure beste Erinnerung unten in den Comments rein. Ich bin wirklich gespannt, Freunde, was für Erinnerungen ihr hattet. Was würdest du machen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hast? Oh mein Gott, Freunde, was für eine Frage. Was würde ich machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde irgendwie alle Freunde, Familie, jeden einfach mal so zusammentrommeln. Mit allen noch einmal gemeinsam essen, lachen und ich glaube, danach würde ich irgendwie so zusammenbrechen vor Tränen und alles mögliche. Ich glaube, bevor ich diesen Tag überlebe, bis ich sterbe, würde ich mittendrin irgendwie schon verrecken an einem Herzinfarkt oder sonst was. Boah, wie krass muss das sein? Stellt euch mal vor, ihr habt einen Tag zu leben. Die Zeit geht immer weiter, Freunde, und ihr wisst, ihr seid gleich am Ende. Boah, ich glaube wirklich, ich würde zusammenbrechen. Ich würde, bevor die Zeit da ist, würde ich mittendrin irgendwann schon abkacken. Die nächste Frage ist, bereust du irgendwas, was du bisher gemacht hast? Ich denke, jeder von uns hat bis jetzt irgendwie eine Tat, die er gemacht hat, bereut. Und ich denke mal, das ist irgendwie normal, dass jeder irgendwie eine Tat macht, die er später im Nachhinein bereut. Deswegen, ja. Sue fragt, was ist deine größte Angst? Ich glaube, meine größte Angst ist wirklich, irgendwann mal vergessen zu werden. Hört sich vielleicht doof an, aber ich glaube wirklich, dass das die größte Angst ist. Und sollte man irgendwie vergessen werden, dann bist du wirklich ripped. Zum Beispiel, Freunde, ich habe auch einen wunderschönen Spruch hier auf meinem Arm tätowiert, was wirklich zu dieser Frage passt. Woran stirbt ein Mensch? An einer Kugel im Herzen? Nein. An einer Krankheit? Nein. Man stirbt erst, wenn man vergessen wird, denn
Sollte man wirklich von jedem vergessen werden, dann gilt man wirklich als tot, finde ich. Und das wäre wirklich so die größte Angst, einfach vergessen zu werden. Und übrigens, den Spruch habe ich vom One Piece. Doc Bader. Peace. Was ist mein Lieblingsessen? Ich glaube, diese Frage brauche ich gar nicht beantworten. Freunde, an die, die es wissen, was ist mein Lieblingsessen? Wirklich an die, die es zu 100% wissen, schreibt es mal unten in den Kommentar rein. Und ich bin wirklich gespannt, wie viele wissen, was mein Lieblingsessen ist. Eigentlich sollten die, die mich schon seit etwas längerem verfolgen, auch Snapchat, Instagram, das wissen. Ich bin gespannt. Ich lese gerade sehr oft die Frage, wie bist du eigentlich darauf gekommen, YouTube zu machen? Ich habe mir überlegt, ein separates Video mal darüber zu machen, denn es ist so eine lange Geschichte. Wenn ich diese Geschichte jetzt erzählen würde, es würde einfach den Rahmen komplett sprengen, Freunde. Deswegen mache ich dazu mal ein komplett separates Video. Gibt es einen Traum in deinem Leben, was du gerne erfüllen würdest? Ja, und zwar wäre das... Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Bei einem neuen Video wieder. Macht's gut, haut rein, peace. Und Freunde, vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren.